Moin Leute, hier ist wieder euer Taxifahrer André. Ich bin in Berlin unterwegs am Start mit dem Startup-Taxi. Und jetzt holen wir den Cecil ab von Plus Peter oder jetzt Charlie Education. Und wenn ihr studiert, dann könnt ihr euch bei Charlie Education Skripte drucken lassen und euch zuballern lassen. Alles kostenlos. Wie das genau funktioniert, das erzählt uns jetzt Cecil. Moin, Cecil. Moin. Moin, Cecil. Ne? Alles klar? Wie geht's dir? Ja, bei dir? Alles gut, sehr gut, sehr gut. Erstmal zurechtfinden hier im Staatsgebiet. Hier, ne? Das ist nicht so einfach. Ja, danke für die Abholung. Aber klar, Wo fahren wir jetzt hin? Du, wenn du mich ins Büro bringen könntest, wäre das ein absoluter Traum. Natürlich, ist doch ein Mega. Taxi. Ne? Ja, eben. Danke dir. Oh. Sind wir da auf Kurs hier in die Richtung? Das ist sogar, du könntest nicht besser fahren, ehrlich gesagt. Okay. Tip top. Gibst mir dann mal so ein bisschen links, rechts irgendwie? Kann ich machen. Einfach nur. Also bin ich quasi der Taxifahrer. Ja, ne? Du weißt ja besser, wo dein Büro ist als ich. Hast du recht. Ja, und du druckst richtig viel Papier, habe ich gesehen, ne? Du, wir sind, ja, absolut. Wir sind ohne Ende. Riesendrucker ohne Ende. Aber gehen dann mittlerweile eben Schritt für Schritt weg. Also, das war hauptsächlich auch der Login, um eben auch mit vielen Studenten in Kontakt zu sein. Ja. Und Step by Step haben wir eben auch weitere Produkte dazugebracht. Eine Viertelmillion Studenten sind jetzt bei euch schon aktiv, habe ich gesehen. Genau, genau. Und erreichen können wir mittlerweile über 2 Millionen. Ne? Wahnsinn. Ja. Ist das hier so gut, hier so zu fahren? Fast, ein Traum. Ein Traum. Ein Traum. Hast du eben auch schon gesagt, dann war ich in der Sackgasse. jetzt fährst du hier rechts und dann links über die Brücke rüber. Okay, guck mal, in Berlin sind heute alle Ampeln ausgefallen. In Berlin ist heute sowieso komplett Chaos wegen Gewitter auch, ne? Ja. Ja, und jetzt plus Peter und jetzt seid ihr aber Charlie Education, habe ich heute gesehen. Genau, genau. Und du hast da richtig Vollgas gegeben in so einem Video. Da dachte ich so, yeah, jetzt geht's los hier. Ja. Ja, genau. Nee, wir haben jetzt ganz groß vor knapp 5 Wochen Charlie Education gelauncht, also unsere ganze Lernplattform, wo eben das Print nur noch ein kleiner Teil von ist. Das ist jetzt einfach ein neuer Name für noch mehr Services oder warum? Ein neuer Name, also wir wollten uns eigentlich Peter Education nennen, weil eben das Print nur noch ein kleiner Teil davon ist. Ja. Und wir wirklich mittlerweile eben Studenten mit intelligenten Algorithmen online helfen oder digital helfen, effizienter zu lernen und das Ganze eben auch gamifizieren. Dann ist aber ehrlicherweise tragisch mein Mitgründer gerade vor knapp 2 Monaten verstorben. Ach, krass. Und dementsprechend haben wir uns dann entschieden, so als Team, so ein auch Hommage an eben Charlie, so hieß er, also Karl, Charlie genannt, die ganze Plattform eben auch nach ihm zu nennen, weil er auch das Hirn bzw. auch unser Produktchef war, Product CPO. Mhm. Und haben deswegen das Ganze jetzt, genau, Charlie Education genannt und sehen aber auch im Team, wie das für eine krasse Motivation nochmal mit sich bringt, diese Jetzt-Erst-Recht-Stimmung, das Ganze wirklich nach vorne zu treiben und das Ganze auch für ihn zu machen und eben den Studenten noch zu zeigen, ihr lernt hier eben mit Charlie, der das Ganze für euch mit aufgebaut hat und das tut uns allen sehr gut, tut der Familie gut und war ein Schritt, den wir absolut für richtig gehalten haben, obwohl natürlich ein Rebranding, kompletten Namen ändern, ja, auch natürlich auch seine negativen Seiten hat in Bezug auf User, die dich nicht mehr wiederkennen, aber das war schon richtig gut. Ja. Ja, das ist ja eine traurige Geschichte dann. Ja, absolut. Ja, das ist genau das, was man nicht erwartet und das ist auch das, was im Endeffekt ich eigentlich egal wo ich bin, also auf irgendwelchen Panel-Discussions oder so, wenn immer die Frage kommt, was rätst du jungen Gründern, was sollen sie machen oder was ist so die Geschichte, es ist eigentlich immer mein Credo gewesen, holt euch einen Co-Founder, macht was zusammen, weil du hast Täler, du hast wirklich immer wieder Up and Downs und das ist jeden Tag, weißt du eigentlich, was passiert und dann ist es schon gut, jemanden zu haben, mit dem du das Ganze zusammen aufbaust und all das teilst, ja, also nicht nur das Leid teilst, sondern auch die Freude. Jetzt bin ich alleine, wir haben ein Team von 50 Mitarbeitern, die alle einen mega Job machen und auch wirklich den Charlie so gut es geht auch ersetzen. Also natürlich kann man einen Mitgründer nie ersetzen oder auch keine Person im Endeffekt ersetzen. Oder willst du überhaupt drüber sprechen? Ist das okay für dich? Ja, können wir klar gerne kurz drüber sprechen. Wie fühlt sich das an? Ich meine, am Ende des Tages ist erstmal zweitrangig, was irgendwie das Unternehmen angeht, sondern natürlich auch mal seine Gesundheit und auch vor allem der beste Freund, der verloren geht. Das ist natürlich sehr schmerzhaft. Ich glaube, jeder, der das einmal erlebt hat, weiß, was das bedeutet und wie auch sowas nicht ganz so einfach zu verarbeiten ist. Ansonsten für das Unternehmen
wie gesagt, springen jetzt Leute in die Presche und das ist wirklich auch schön zu sehen und diese Jetzt-Erst-Recht-Stimmung ist wirklich da und das ziehen wir jetzt gemeinsam durch, aber klar, als bester Freund und Co-Founder fehlt dir jemand sehr, definitiv. Ja, harte Geschichte, sowas höre ich jetzt zum allerersten Mal. Ja, es ist, ich meine, selbst auch Investoren von uns, die auch viel auf dem amerikanischen Markt tätig sind, haben auch gesagt, dass wirklich mal ein Mitgründer stirbt, haben sie so auch bis dato noch nicht mitbekommen. Das ist eine absolute Ausnahme und ja, ist beschissen. Mhm. Ja. Naja, aber finde ich eine starke Geste, das jetzt umzubenennen, weil du hast es angesprochen, so Namen zu ändern, das ist nicht immer einfach. Viele Leute verstehen das ja auch erstmal gar nicht, warum jetzt, ne? Absolut. Mein erster Gedanke war, okay, da ist jetzt irgendwer mit drin oder ein Investor oder jemand hat es übernommen oder sonst was. Achso, ja, das haben wir auch. Haben auch viele Studenten, die dann irgendwie nachfragen und so, jetzt zum dritten Mal eine Namensänderung, seid ihr eigentlich bescheuert und ich weiß nicht was. Ja, deshalb, dass du dann diesen Schritt gehst, als eben zum Gedenken an den Charlie, finde ich schon sagenhaft, weil das ja eher jetzt das Ganze noch mehr erschwert, ne, so einen Namen zu wechseln. Absolut. Also es ist auf jeden Fall es wäre einfacher beim Namen zu bleiben, gar keine Frage. Aber ich glaube, was immer extrem wichtig ist, ist immer zu schauen, so wie führst du ein Unternehmen und was sind so die entscheidenden Faktoren in einem Unternehmen, damit das auch wirklich erfolgreich ist. Ja? Und auf der einen Seite hast du natürlich die User, die diesen Namen kennen und damit vertraut sind, aber am Ende des Tages wirklich steht und fällt das ganze Projekt auch mit dem Team. Ja? Und auch so diese ganze Charlie Hommage, die zum einen auch wirklich vielen Freunden, Familie gut tut und auch mir sehr gut tut, tut auch dem Team gut. Und es hat uns auch mal enger zusammengeschweißt. Und so, wir machen das jetzt eben nicht nur aus dem Grund, irgendwie erfolgreich zu sein und Studenten einen echten Sinn im Lernen zu geben und sie effizienter zu machen, sondern vor allem eben auch für Charlie. Und das ist gut und das ist eben auch wichtig, dass du das Team da auch zusammen hast. Und das merkst du und das ist der mitentscheidende Faktor. Und somit bereue ich es 0,0, keiner bereut es. Und es ist auch dementsprechend überwiegt das Team, was dadurch gestärkt ist, im Vergleich zu die Hinderung quasi durch einen neuen Namen. Wie kam es überhaupt zu der Idee ganz am Anfang? Ehrlich gesagt haben wir beide in Amerika studiert und war festgestellt, so wie hochinteressant diese Zielgruppe Studenten ist, ja, und wie viel eben... Das haben ja schon viele gedacht, ne? Ja. Damals StudiVZ, die waren auch in den USA, kamen wieder und sagten, da gibt's so Netzwerke. Ja, genau das. Ihr wart auch in den USA, habt also, das Gleiche festgestellt. Genau, und, ja. Es ist eben eine super spannende Zielgruppe, von der man am Ende des Tages wenig weiß und die gar nicht connected ist zu ihrer Zukunft. Also die oft eben gerade in Europa oder auch in Deutschland eine Matrikelnummer sind, durch Studium durchlaufen, sich selber wirklich diszipliniert durcharbeiten müssen, aber am Ende des Tages kaum in Kontakt kommen mit der Welt, die danach kommt. Mhm. Und das ist das, was wir in Amerika gespürt haben, gesehen haben, okay, das ist so viel krasser, wie Unternehmen schon frühzeitig einen Geschäftsführer in die Vorlesung bringen, wie Unternehmen im Kontakt sind mit den Studenten und man eigentlich mit verlassener Universität schon konkret weiß, wo man hingeht. Und das war so ein bisschen die Intention zu sagen, okay, das müssen wir jetzt auch in Deutschland machen oder in Europa. Und dann war die Frage, wie kommen wir an Studenten heran? Ich kann es mir vorstellen, Universität ist sowas von dermaßen bürokratisch, ja. dass dann der einzige Weg war über den Studenten selber und somit haben wir dieses kostenlose Druckservice angeboten. Gab es sowas in den USA? Nee. Das heißt, das war komplett eure Idee? Das war wirklich die Idee zu sagen, okay, wie kommt ihr an die Studenten ran? Wie kommen wir an die Studenten ran? Wir müssen denen was bieten, was für sie so wichtig ist, und im Endeffekt ist es ja so, dass Studenten am Ende des Tages ja auch, wie wir alle als Studenten, aufs Geld schauen mussten und müssen. Und dann ist natürlich so ein kostenloser Druck, der an sich 40 Euro kostet und dann kostenlos ist, ein echter Mehrwert. Und so haben wir dann den Kontakt bekommen und konnten auch gleichzeitig schon durch dieses Skript die Unternehmen mit Studenten zusammenbringen. Das hat so gut funktioniert und das ist im Endeffekt der Login gewesen, um dann jetzt die vielen anderen Produkte, die wir haben, also unsere eigene Jobbörse, jetzt eben das ganze digitale Lernen etc. darauf aufzubauen. Und ja, das hat sehr gut funktioniert. Ziemlich clever, über diese Skripte zu gehen. Ja. Wenn ich mich an mein Studium erinnere, habe ich auch viel ausgedruckt. Ja. Du kannst es auf dem Display haben, aber es ist immer geiler, da noch was reinzumalen. Hundertprozentig. Also. Was hast du studiert? Informatik. Informatik? Ja. In Bremen auch, oder? Ja. Da sind 18.000 Studenten eingeschrieben, ne, in Bremen. Sind so viele? Da habt ihr bestimmt auch einige auf der Plattform. Bestimmt. Sicherheit. Ja. Ich weiß nicht, kennst du die App Waze? Also so das neue Google Maps. Nee.
ziemlich scharfe App. Ist das von Google? Oder? Nee, ist so ein israelisches Startup, die aber mittlerweile... Also, und was daran anders als an Google Maps? Ist es einfach eben mit gamifiziert. Also du siehst andere Fahrer, die App auch nutzen, ja, die dann auch im Stau vor dir sind. Du bist deutlich mehr informiert über all das, was auf deiner Strecke vorkommt, eben durch User und eben durch generelle GPS-Daten, die generieren. Ja. Und du sammelst Punkte, also für Strecken, Ziele, die du erreichst, für eben ja, auch Themen, die du ansprichst oder eben siehst und dann eben meldest, kannst du Punkte sammeln und eintauschen. Und ich, der wirklich null jemand ist, der jemals irgendwie großer Gamer war oder sowas, selbst ich werde dadurch gekitzelt, und das sehen wir auch bei unseren Studenten, was wir da für Möglichkeiten haben, auch durch Gamifizierung Studenten zum Lernen zu motivieren. Ja? Mhm. Also wirklich zu sagen, wenn du eben deine Karteikarten kreierst und die mit anderen Studenten teilst, also dein Knowledge auch shares, kriegst du eben Punkte, die du eintauschen kannst für einen Kaffee in deiner Cafeteria, ja? Oder für einen Zalando-Gutschein. Und das ist spürbar. Und eben dieses Thema Motivation ist ja gerade bei im Lernen so wichtig. Und das kriegst du auch vor allem durch Gamifizierung hin. Und das habt ihr bei euch auch extrem eingebaut, diese Gamification. Was war so der große Durchbruch? Also der große Durchbruch war eben auch der Sammeln unserer Peter Points, jetzt heißen sie eben Charlies, die Studenten eben für Interaktionen, die sie durchgeführt haben, bekommen haben. Ja? Und dann, also Skript ausdrucken gibt Punkte. Skript ausdrucken, ja. Oder eben dann auch das digitale Lernen gibt Punkte. Also eben auch dann, wenn du jetzt deine Markierung machst, deine Karteikarten kreierst, die mit der Community teilst etc., sammelst du Punkte und kannst diese Punkte eintauschen für Gewinne, für eben auch teilweise gute, also gemeinnützige Zwecke. Also unsere Idee ist ja wirklich zu sagen, wir wollen diese Shared Knowledge Plattform aufbauen. Also dass Studenten so viel Wissen am Ende des Tages über ein Semester für sich zusammenfassen und Notizen machen und dann in der Sekunde, wo sie die Klausur geschrieben haben, eigentlich wegschmeißen. Ja. Und wir sagen, gib uns das Wissen oder teile das mit Studenten und werd dadurch eben auch motiviert, weil du das auch dafür in echt belohnt wirst. Ich muss jetzt nochmal eben an das Skript denken. Wenn ich mir das dann ausdrucke, das ist natürlich echt geil, als Student dafür nichts zu bezahlen. Ne? Und dann drucke ich mir das über euch und dann sind da Werbeanzeigen mit reingedruckt oder wie geht das? Genau. Oder dann okay, ist da ein Gutschein für Pizza Hut mit drin oder sowas? Unter anderem Pizza Hut ist auch ein großer Kunde als Beispiel. Ach, okay, wusste ich gar nicht. Was ist ein Volltreffer gelandet? Okay. Wenn ich das Quiz machen würde, würdest du wahrscheinlich absagen. Okay, ja, dann würde ich ein paar Skripte kostenlos drucken. Ja. Die sind ja schon kostenlos, wäre ja gar kein Gewinn. Das zählt doch nicht wirklich, scheiße. Ja. Pizza Hut, also da ist tatsächlich dann ein Gutschein drin für einen Slice Pizza. Für einen Slice Pizza, du hast eben Arbeitgeber, die sich vorstellen, passend zu dem, was du auch studierst, damit du schon ein Gefühl dafür kriegst. Sinn. Du kriegst Services angeboten, kostengünstiger, also ich weiß nicht, als Beispiel in Weiterbildung, im Englischkurs, viele verschiedene Möglichkeiten. Aber was eben jetzt ist dieses Print eben wirklich nur noch ein kleiner Teil von dieser gesamten Education-Plattform, wo wir halt einen Schritt weiter gehen und für dich diese Skripte auch intelligent zusammenfassen können. Ja. Also zu gewissen Themenblöcken wie die Lagrange-Formel als Beispiel können wir dann schnell alles aus dem Skript hinausziehen, daraus effiziente Notizen machen, Markierungen. Du kannst Karteikarten kreieren, also mit Screenshots aus dem Skript, die auch ausdrucken bei uns, was es bis dato gar nicht gab. Und was wir eben wirklich machen wollen, das ist das Spannende, du siehst eben, oder wir wollen mit Studenten gemeinsam diese Plattform aufbauen und dieses Karteikarten ausdrucken, war zum Beispiel so ein typisches Beispiel, wo Studenten uns gesagt haben, bitte gib uns die Möglichkeit, Karteikarten aus dem Skript heraus zu kreieren. Welche und Ausfahrt? Die zu drucken. Die rechte, die erste. Und die zu drucken und das machen wir und das gab es bis dato noch nicht, weil entweder gibt es, du kreierst eine Karteikarten digital und lernst damit digital. Ja. Oder du musst dir selber mühsam alles abschreiben. Und diese Möglichkeit, mit einem Screenshot sofort die Formel auszusetzen, auszudrucken und kostenlos zugeschickt bekommen, bieten wir jetzt eben on top. Und das sind alles so Feinheiten, die wir gemeinsam mit der Community eben umsetzen. Also verstehe ich richtig, ihr habt euch eigentlich nur eine clevere Möglichkeit gesucht, an die Studenten ranzukommen. Das habt ihr über diese Skriptdruckerei geschafft. Und jetzt fangt ihr an, alles mögliche andere draufzusetzen, um da jetzt euer Geschäftsmodell drauf aufzubauen. Genau. Und da kommen jetzt immer mehr dazu. Und dieser Eingangsservice mit dem Skriptdrucken, der wird nach wie vor richtig gut abgenommen, oder? Absolut, absolut. Also wir haben, ja. Wie viel druckt ihr pro Tag? Oder pro Woche? Über Zehntausende von Skripte pro Tag. Ja. Über 10.000 pro Tag? Pro Woche, verzeihung. Pro Woche. Ja, das ist toll. Und da habt ihr einen Druckpartner, der macht das, ne? Haben wir mehrere Druckpartner, die das mit uns gemeinsam machen, genau.
Genau. Ja, aber wie du richtig sagst, das ist im Endeffekt, weil das ist der Login. Zu sagen, so kommen wir eben auch an die Community heran und beginnen jetzt eben darauf Produkte aufzusetzen, was sehr gut funktioniert. Und das hat mir einen Investor gut auf den Punkt gebracht. Das ist so ein bisschen wie, ja, so wie Netflix im Endeffekt. Die haben offline begonnen, DVDs zu verschicken, ihre User kennengelernt, die Wünsche kennengelernt und dann eben diese Video-Demand-Plattform draufgebaut. Und so ein bisschen wollen wir halt auch arbeiten. Zu sagen, okay, wir bieten diesen kostenlosen Service, lernen die Community kennen, lernen sie verstehen und wollen dann gemeinsam mit der Community den nächsten Schritt gehen und das Ganze digitalisieren, was wir jetzt eben mit Charlie Education vor 6 Wochen gelauncht haben. Und wie war das ganz am Anfang? Dann hattet ihr diese Idee, okay, Skripte drum. Wie fängst du da an? Also ich würde jetzt vor so einem riesen Berg stehen und hätte keine Ahnung, was ich jetzt mache. Naheliegen würde jetzt, okay, ich brauche eine Druckerei, dann würde ich ein paar anrufen, denen das vorschlagen, ob die nicht da vielleicht auch ihre Werbung reindrucken würden und dann mal probieren. Ja, links. Du, ja, das ist auch, also gerade bei uns, ja, also ich meine, wir haben gesagt, okay, also wir wussten, kostenlos drucken ist offensichtlich ein No-Brain-Produkt für den Studenten. Ja. Was aber so ein bisschen die Challenge war, oder was natürlich die Frage ist, okay, kriegen wir Unternehmen dazu, auch das Ganze zu finanzieren? Weil das ist ja das Anfangs-Business-Modell zumindest gewesen. Und haben dann ganz klein, und das ist ja auch das, was ja auch immer viele der großen Koryphäen predigen, das wirklich Lean angefangen. Also haben uns eine Universität in Berlin geholt und gesagt, okay, wir testen das jetzt hier. Wir holen uns einen Studiengang, das war damals der Wirtschaftswissenschaften, bieten denen die Möglichkeit, kostenlos zu drucken und hatten halt innerhalb von irgendwie einem Tag 1000 Anmeldungen und haben dann... Wie seid ihr denn, habt ihr da die Führung der Uni überzeugt, dass das über die Verteiler geht, oder? Nee, wir haben einfach so rein und haben wirklich Flyer verteilt. Ach, ihr wart da vor Ort dann zack, ihr habt gesagt, nur eine Uni und da Vollgas. Ein Studiengang und dann da Vollgas. So wie Mark Zuckerberg damals auch in Harvard. In Harvard, ja genau. Und wir haben an der HU. Vielleicht nicht ganz so gut, aber... Ja, und das würdest du auch nach wie vor empfehlen für so einen Service, immer erst eine richtig punktuell fokussieren, Power und dann erst weitergehen. Ja, ich meine, das ist ja auch das, was dann auch, das kann auch der Investor dann ja auch weiterdenken oder auch man selber. Wenn es eben im Kleinen funktioniert, in der gleichen Zielgruppe, dann kann es auch im Großen funktionieren. Und das war so ein bisschen, ja, das so der Anfang dahinter. Und du kannst dir ja vorstellen, also wir haben ja das Ganze in einer Zeit begonnen, wo wir auf Investoren zugegangen sind mit einem Print-Service. Ja? Und da waren natürlich dann Themen wie AI oder Autonomous Driving oder whatever, waren diese großen Themen. Und wir kamen dann mit so einem Printprodukt an, wo auch jeder Investor war, so wollt ihr uns eigentlich irgendwie verarschen? Ja? Also was ist das für eine... Ja. Was ist das für eine Scheiße? Ja, wirklich, es ist irgendwie überhaupt nicht das, was wir wollen. Und hatten noch viele auch von den VCs, die irgendwie uns ein bisschen belächelt haben. Und jetzt genau diejenigen sind, die mit investieren wollen. Also, und ich glaube, das ist auch echt was Wichtiges. Ey, wenn du an deine Idee glaubst oder an deine Vision glaubst, dann ist es auch möglich. Also, wenn du zu 120% davon überzeugt bist, dass es funktionieren kann, dann kann es auch ein Erfolg werden, wenn du das dann auch so voll durchziehst. Was war der größte Fehler, den du gemacht hast? Also, ich glaube, was ein großer Fehler ist, den ich gemacht habe, ist oft gedacht, dass wenn jemand in seinem Job sehr, sehr gut ist, also ich sag mal jetzt simpel gesprochen, ich weiß nicht, ein sehr guter Social-Media-Marketing-Person, aufgrund seiner sehr guten Qualifikation ihn zu befördern in eine Rolle, wo er Personen führt und leitet. Und den Fehler habe ich immer mal wieder gemacht oder auch daraus sehr gelernt, dass man eben wirklich, dass jede Person seine individuellen Stärken hat, und die nicht unbedingt was damit zu tun haben, wie gut er in einem Bereich ist, sondern es gibt die eine Person, die eben wahnsinnig analytisch ist und das auch genauso machen kann und eben eine, die sehr gut führen kann, aber vielleicht gar nicht oder auch nie das Know-how haben wird von dem Experten in dem Bereich. Und das Learning zu kriegen und zu verstehen, wer passt in welche Rolle, ist, glaube ich, das, was wo wir viele Fehler gemacht haben, also auch dann schon im Recruiting-Prozess selber, aber daraus gelernt haben und jetzt ja eben ein Top-Team zusammen haben. Hast du dann auch einzelne Leute aus bestimmten Positionen wieder rausgenommen, wenn du jetzt jemanden mit gutem Fachwissen zur Führungskraft gemacht hast und gemerkt hast, als Führungsperson funktioniert leider doch nicht, hast du das dann wieder zurückgenommen? Das ist schwierig. Das ist schwierig, ja. Weil dann hast du natürlich auch diese Person im Unternehmen gewiss verbrannt. Oh, ja, dann kannst du eigentlich Tschüss sagen, oder? Ja. Und es ist auch passiert, dann ehrlich gesagt. Ja. Dass du dich getrennt hast. Ja, aber das dann auch, wir haben es einmal auch durchgeführt und dann ist genau das der Fall, dass dann die Person selber nach dann 2 Monaten gegangen ist. Ja.
Ah, okay, das heißt, du hast durchgeführt und hast dann gesagt, okay, war auch ein schwerer Moment, oder? Super, es sind alle schwierige Momente, das sind ja auch alles Menschen und ich bin ja, man ist ja auch selber ein Mensch und es tut einem auch nicht leid. Es, hast du lange drüber nachgedacht, mit unangenehmsten Gesprächen. Ja, ja, klar, es sind die schwierigsten Gespräche. Du hast ja erst langsam gemerkt, okay, es funktioniert nicht. Hast dann immer wieder drüber nachgedacht. Ja. Aber das ist auch zum Beispiel ein großes Learning, jetzt besides von Mitarbeitern im Generellen, wirklich, wenn man merkt, dass etwas nicht läuft, ja, also sei es jetzt ein Mitarbeiter oder sei es auch ein neues Produkt, das man entwickelt oder also eine Richtung, in der man arbeitet, dann nicht zu lange daran festhalten und krampfhaft versuchen, das irgendwie zu pushen, sondern wirklich mal sagen, okay, es geht jetzt nicht, dann auch das zu akzeptieren und den Fehler auch ganz klar analysieren, aber das Thema auch wirklich beenden und weiter nach vorne schauen, als zu lange daran festzuhalten. Das sind auch Themen, die man gerade am Anfang oder auch ich immer wieder falsch gemacht habe oder wir auch, Charlie und ich gemeinsam, zu oft die Hoffnung habe, dass wir es noch irgendwie drehen können, egal in welchem Bereich. Und dann aber oft gemerkt haben, dass dann auch dieses erste Bauchgefühl oder die ersten Anzeichen dafür, dass es eben nicht läuft, eigentlich schon die richtigen Anzeichen waren, das Ganze schon frühzeitig zu stoppen. Wenn ihr studiert, habt ihr gerade gehört, zahlreiche Möglichkeiten und dieses Studium vereinfachen, angefangen mit Skriptdruck, Karteikarten, was auch immer. Guckt euch das mal an unter Charlie Education. Und damit sind wir raus. Bam!